Ja, wie ihr bereits erkennen könnt, ist das hier die Christmas-Welt da von Raziel und Pizza. Ja, hier mal so ein kleines Statement dazu. Ich weiß, dass da einige Sachen gefallen sind, die nicht so geplant sind. Es tut mir auch wirklich aufrichtig leid, dass ich einige Sachen echt so ziemlich runtergemacht habe. Aber ihr war, also Raziel und Pizza war nicht so ganz unschuldig. Ich weiß nicht, wer die Witze an den Sachen gemacht hat und die Texte geschrieben hat. Deswegen spreche ich keinen von euch beiden direkt an. Aber das mit Funny Peter zum Beispiel oder das mit dem You beat the whole damn game, da wusstet ihr ganz genau, dass ich das nicht leiden kann und mich dieser Ohrwurm schon aufgeregt hat und so, und dass ich davon eh genervt sein werde, das hättet ihr schon längst wissen müssen. Das mit den Sprungpassagen hätte euch vielleicht auch klar sein müssen, weil dass ich bei sowas eigentlich schneller die Geduld verliere, wenn ich ewig tausendmal das gleiche machen muss. Weil wenn man einfach nicht vorankommt und man sich eine Stunde sagt, man will nur eine Stunde aufnehmen und wegen sowas dann ewig Zeit verplempert, dann nervt einen das schon, besonders wenn man am 23.12., wo man das aufnimmt, eh schon keine Zeit hat, weil man für den 24. vorbereiten muss, dann ist das schon wieder so ein Punkt, wo man noch genervter sein wird durch. Dann kommt noch dazu, dass ich das direkt nach dem Aufstehen aufgenommen habe. Heißt, ich dachte so, ja, morgens machst du das gleich, weil da hast du noch Zeit dafür, statt den Tag über. Ja. Also war auch die Müdigkeit dazu, das trägt auch schon oft dazu bei, dass man leichter reizbar ist, wenn man etwas übermüdet ist noch. Und dann kommt noch private Sachen dazu, die Raziel sogar. Raziel? Nee. Irgendwem habe ich die. Ja, meine hat die Raziel eigentlich gesagt, oder? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall private Sachen kommen auch noch dazu, die einen leichter reizbar machen. Und das hättet ihr beide auch wissen müssen. So dass ihr das nicht so extrem hättet machen müssen. Ja, und manche Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Redstone nicht verstecken und das mit der Lava am Ende, wo man noch durch muss, das waren Sachen, die wirklich fail waren. Also, meistens habe ich die Sachen wirklich nur fail genannt oder ganz oft die Sachen fail genannt, die wirklich etwas ungünstig umgesetzt waren. Und wenn ihr euch jetzt zu sehr angegriffen fühlt, es tut mir aufrichtig leid und das soll jetzt hier so ein Entschuldigungsvideo sein, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber wie gesagt, ihr wart nicht ganz unschuldig. Ich denke, man sollte das jetzt auf sich beruhen lassen und sagen, dass beide Seiten nicht wirklich richtig gehandelt haben und ich halt leicht überreagiert habe, dadurch, dass ich meine Genervtheit so weit ausgereizt wurde, dass ich nicht mehr klar denken konnte und nur noch das in einem Rage geendet hat. Also, wie gesagt, es tut mir wirklich leid, Raziel und Pizza. Aber eine Sache noch, Raziel, du und deine verschwendete Lebenszeit, du warst freiwillig dabei, du hättest es gar nicht mal machen müssen, nur der Pizza hätte die Welt allein machen müssen. Ich weiß nicht, wie die dann ausgesehen hätte. Vielleicht wären dann noch mehr Witze über Funny Peter gekommen, weil, ach, wirklich, das habe ich Pizza sogar gesagt, dass ich diese Person nicht ausstehen kann. Aber okay, lassen wir es jetzt beiseite und auf sich beruhen. Ich hoffe, ihr
nehmt das so an und ich könnte, wenn ihr mir noch eine Chance gibt, könnt ihr noch eine Welt bauen und dann werden wir sehen, ob wie ich mich da verhalte. Sollte ich da genauso abgehen, dann ist mir das egal, dann seid ihr eben recht und dann könnt ihr mich alle haten, wie ihr wollt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das sogar noch vielleicht am 25. oder so oder 24. bauen, wenn ihr dafür Zeit habt und mir die noch zum 26. schicken, dass es vielleicht sogar noch eine kleine Weihnachtswelt wird. Aber nur, wenn ihr wirklich Lust dazu habt und mir noch eine Chance gebt. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber wenn ihr schon so ein Entschuldigungsvideo macht, dann soll das schon einiges heißen, dass es einem leid tut, weil ich glaube, manche hätten das einfach nur so hingenommen und gesagt, okay, dann haten die mich jetzt, ist mir Bums, hab ja noch genug Abonnenten, die mir beistehen und alles, also was kümmert mich deren Meinung, auch wenn die Welt gebaut haben. Also nochmal zum Abschluss, es tut mir wirklich aufrichtig leid und ihr anderen, die ihr das jetzt hier auch seht, ich wünsche euch allen eine frohe Weihnacht und ich hoffe, dass es so angenommen wird, weil es ist das Fest der Liebe, also bis zur Auflösung des Giveaways. Und dann geht's mit den Let's Plays weiter, wenn ich mein neues Headset habe. Ich bin euer MK Indiana Jones.